Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es zum allerersten Mal hier einen Durstlöscher-Test beim Junkfood-Guru. Ich habe noch nie einen Durstlöscher getestet und ich glaube, ich habe aber bestimmt 20 Jahre keinen Durstlöscher mehr getrunken. Dank eurer Tipps hier habe ich den Durstlöscher-Eistee-Energy-Geschmack entdeckt. Das hat mir die liebe Julia gestern auf Instagram mitgeteilt. Habe ich auch direkt ein Bild gepostet, ist richtig abgegangen. Da bin ich gestern Abend noch in dem Penny gelaufen, um diesen Durstlöscher zu finden. Den soll es im Penny geben und habe im ersten Penny, habe ich mich verlaufen, habe ich nicht gefunden. Heute bin ich nochmal in den Penny gegangen und wie ihr sehen könnt, habe ich dort diesen Durstlöscher entdeckt. Der steht in der Angebotsware. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Manchmal kann das so vor den Regalen sein. Als ich in den Penny reingegangen bin, stand die irgendwo rechts in so einem Aufsteller mit ganz, ganz vielen Durstlöscher-Sorten auf einem großen Karton-Display. Auf einer Palette stand der, kann man sagen, genau. Auf einer großen Palette, ganz, ganz viele Durstlöscher mit verschiedenen Sorten. Blaubeer-Vanille, denkt der vielleicht ein oder andere, war leider nicht dabei. Die Sorte würde ich auch mal gerne für euch testen. Aber Durstlöscher mit Eistee-Energy-Geschmack, meine, wie crazy ist das denn? Und jemand hat auch gestern schon geschrieben, meine Güte, dieser rote Tiger, der erinnert so ein bisschen an das letzte Einhorn. Kennt ihr den Film Das letzte Einhorn, wo dieser rote Stier aus dem Meer empor steigt und der die ganzen Einhörner gefangen hält? Ja, genau. So ähnlich sieht dieser Tiger aus. Ein fantastisches Design, finde ich. Es ist so bewusst gewollt und geil trashig. Ich liebe diesen Tiger, oder? Wer liebt auch den Tiger? Dann schreibt da mal Tiger-Guru in die Kommentare. Apropos Tiger King, könnte man jetzt fast sagen, der würde das garantiert auch richtig abfeiern, wenn er aus dem Knast wieder rauskommt. Ansonsten, vielleicht können wir ihm auch mal so ein Eistee hier mal da in die USA reinschicken. Ohne Taurin übrigens, ganz, ganz wichtig. Es hat einfach nur den leckeren Energy-Geschmack, deswegen trinken wir auch alle Red Bull, weil es so lecker nach Energy schmeckt, oder? Könnt ihr euch an die Zeit erinnern, als es mal Red Bull Weingummis gab? Das war ganz verrückt, vor allem, wenn man immer sagt, so, boah, Red Bull, das schmeckt doch wie aufgelöste Weingummis, hat man so am Anfang gesagt. Und dann Weingummis, die wie Red Bull schmeckt, man dann ja quasi doppelt gemoppelte Weingummis irgendwie. So, jetzt habe ich es glatt geschafft, hier 2 Minuten zu quatschen. Ich hoffe, es war nicht langweilig, aber ich finde, so ein Getränk, das muss man auch mal gehörig abfeiern. Und natürlich auch vegan. Das wäre es vermutlich nicht, wenn Taurin drin wäre. Ich bin biologisch zwar nicht so gut bewandert, aber würde ich jetzt mal vermuten. Ich probiere jetzt diesen Eistee von Durstlöscher mit Energy-Geschmack. Und ich gehe ganz nah dran, damit ihr sehen könnt. Wie krass ist das denn? Wie der aussieht. Ja, das ist eine etwas dunklere Färbung. Alter Falter. Der schmeckt richtig krass nach so einem Energy-Drink. Nach Red Bull oder Flying Horse und Booster und wie sie alle heißen. Ich trinke das ja relativ selten. Aber das ist echt ein Erfrischungsgetränk. Ohne übertriebene Koffeinbombe oder sonst was. Ich zeige euch nochmal gleich die Zutaten. Es schmeckt einfach nach Energy. Das erinnert mich so an die Kaugummi-Zigarette, die man als Kind hatte. Die waren ja auch nicht schädlich. Das Ding, vielleicht mal zum Anfixen für die Kleinen, damit sie zum 12. Geburtstag schön eine Palette Red Bull trinken können. Nee, macht das bloß nicht. Energy Drinks können dann echt kirre machen. Aber das ist ein ziemlich geiler, leckerer Eistee mit Original Energy Geschmack. Ich habe schon so viel Scheiße gelabert, als hätte ich eine Palette Red Bull getrunken. Sorry dafür. Für das Getränk, ey sorry, 10 Punkte, aber mal locker. Kultfaktor Geschmack hält, was es verspricht. 10 Punkte für den Durstlöscher mit Energy Eistee Geschmack. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder.